Am 4. November um 19 Uhr veranstaltet der Verein Lesezyklus Lesereise im Theater Delhi, Gerberngasse 11, Solothurn, eine Lesung aus Jakob der Lügner von Jurek Becker. Es lesen Jens Wachholz und Andreas Berger. Musikalische Einspielung Luitgard Meyer-Aeby. Ich höre schon alle sagen, ein Baum, was ist das schon? Ein Stamm, Blätter, Wurzeln, Käferchen in der Rinde und eine manierlich ausgebildete Krone. Oder meinst du vielleicht einen besonderen Baum, einen ganz bestimmten, der, was weiß ich, womöglich einer Schlacht seinen Namen gegeben hat? Etwa der Schlacht an der Zirbelkiefer, meinst du so einen? Alles falsch, sage ich dann. Ich meine ganz einfach einen Baum. Ich habe dafür meine Gründe. Erstens haben Bäume in meinem Leben eine gewisse Rolle gespielt. Mit 9 Jahren bin ich von einem Baum gefallen, einem Apfelbaum übrigens, und habe mir die linke Hand gebrochen. Ein paar Jahre später, ich war wohl schon 17, habe ich das erste Mal in meinem Leben mit einem Mädchen gelegen, unter einem Baum. Diesmal war es eine Buche, gut 15 Meter hoch. Das Mädchen hat Esther geheißen. Oder nein, Moira, glaube ich. Jedenfalls war es eine Buche und ein Wildschwein hat uns gestört. Und wieder ein paar Jahre später ist meine Frau Chana unter einem Baum erschossen worden. Und jetzt der zweite Grund, warum sich meine Augen verklären, wenn ich an diesen Baum denke. Wahrscheinlich oder ganz sicher sogar der wichtigere von beiden. In diesem Ghetto sind Bäume nämlich verboten. Verordnung 3.